steht eine Reliant. Guck laufen mal. Wir? Ja, wir laufen. Ja, dann ja. Geh mal hoch jetzt. Geh hoch. Guck mal, wer nochmal da steht. Weg. Hier in die. Wahrscheinlich in die Vanguard eigentlich. Ja, wir sollten uns beeilen. Hallo, herzlich willkommen zurück bei Crash Academy. Wir zeigen euch jetzt das Argo Utility Ship und wir haben eine sehr diffizile Situation. Wir sind nämlich ohne Gesuchtstatus auf der Grimhex gespawnt. Ob das so gedacht war, weiß ich nicht, aber nicht von mir. Wir müssen jetzt sehr vorsichtig uns hier bewegen. Ja. Jeder kann uns abknallen, ne? Und eine Commodore-Abdeckung haben wir auch nicht. Nö, das heißt, hier ist gerade Weapons Free. Super. So, guck mal, da ist das hässliche Endline. Und es steht richtig auf den Kufen, wundervoll. Das ist ein wirkliches Utility-Ship, das heißt, es wird vor allem bei Schiffen wie der Idris benutzt, um Wartungsarbeiten zu machen, Leute einzusammeln, kleinere Transfers durchzuführen. Und wir haben hier die Personentransportversion. Mhm. Und es ist ein richtiges Arbeitstier. Aber hallo, so sieht's auch aus. Ja, ein Schelm, wer Böses an Alien dabei denkt. Mhm. Ne? Hat Alien-Flair, definitiv. Hat auf jeden Fall Alien-Flair. Und jetzt gucken wir hier mal, dass wir hier reinkommen. Ja, geht. Das ist die Personentransportversion. 8 Plätze, wenn ich richtig zähle? Ja, 8 Plätze. Sehr schick. Genau, so ist es. Ich steig mal ein. Huch. Oh, jetzt sitzt du und schon. Jetzt sitze ich schon drin. Gut, also hier... auch so Bügel, ne? Zum Unterklappen wahrscheinlich später. Oder wenn ich das richtig sehe, ich weiß es nicht. Sehe es auch nicht. Keine Ahnung. Ja, könnte sein. Oder auch nicht. Dass die Dinger außer... Aber das ist auf jeden Fall echt cool. Also das ist das erste eigentlich Personentransport. Ist natürlich echt heftig, ne? Das ist ein sehr spezialisiertes Schiff, weil du brauchst es, um von einer Idris zur anderen Idris Personal überzusetzen. Ja. Oder von zum Beispiel einer Endeavor, die auch einen Hangar hat, unter Umständen, auf eine Idris. Ja, genau. Also Transporter gibt es doch nicht in dem Sinne. Also beamen. Meine ich. Dementsprechend wird sowas nötig sein und dafür ist es natürlich echt cool. Also ich muss ehrlich sagen, schöne Variante von dem Schiff hier. So auch in diesem Transportdesign. Ja, das ist bei dem Aussteigen nochmal so leider. Kommst du wieder raus? Ich versuch's gerade. Nein, wir haben es geschafft. Ha, ich bin draußen. Er hat es geschafft, er ist gut geglitscht. Aber die Taschenlampe an, ich sehe ja kaum was hier. Ja, ich versuch's gerade, aber auch die will gerade nicht. Na gut, dann ist die jetzt weg, die Taschenlampe. Mhm. Aber wir haben das Prinzip verstanden, einen Transport... Oh je, oh je, nicht hinschauen. Wir haben hier ein reines Transportschiff für den Subraum, wenn man das so sagt. Weil springen kann die nämlich nicht. Wahrscheinlich ist die halt wie ein Snapfighter gebunden an, an den normalen Raum. So ist es. Ich möchte jetzt nochmal dieses PTU-Phänomen festlegen. Ich habe jetzt den Cry-Engine-Edit-Modus. Ach, wow. Guck mal, das ist ganz, ganz, du kannst quasi, du hast zwar eine Kollisionsabfrage, aber ich laufe ja nicht. Ich habe auch keinen Hub mehr. Ich kann auch nirgends, ich kann auch nicht springen oder sonst was. Ich bin hier wirklich im Schwebemodus. Tja, wieder Bugs zum Reporten. So, genau, aber geht, wir versuchen mal, wenn wir uns reinsetzen, was dann passiert. Ich liebe dieses Schiff. Also ich mag den Look, ich finde es genial. So als Flieger, der so einfach arbeiten macht, Rumpfschäden repariert. Sachen einsammeln ist auch zum Beispiel sehr sinnvoll. Ja, natürlich. Also ich sag mal, schön ist anders, aber das ist auch nicht der Sinn der Sache hier. Autoland? Ja. Sollten wir es nicht abheben? Sollten wir eigentlich. Ja, ich würde sagen, warte mal, vielleicht erst nochmal aktivieren und jetzt? Jetzt drehen sich die Triebwerke. Ist aber nicht gut, wenn wir noch stehen. Ich würde sagen, wir machen es manuell. Ich würde auch sagen, wir machen das manuell. Das wäre jetzt auch mein Plan gewesen. So, ich habe hinten die Luke offen gelassen. Schlecht für die Fluggäste? So ist es. Das hätten sie da hinten machen können. So. Wow, es sieht schön aus. Ich mag es gern. Du magst es nicht so, ne? Nicht so naja, was heißt, was meist mögen? Es so, ist halt ich klappe mal hier ein. Genau. Es ist halt ein Arbeitstier und wie ein Arbeitstier sieht es auch aus und dafür ist es auch total gemacht. Es ist halt nicht auf Schönheit ausgelegt. Das mag ich. Das ist konzeptionelle Klarheit. Es ist ganz eindeutig, was man machen kann. Aber Jungs, wie gesagt, das Problem ist, ihr braucht dafür einen Hangar, wenn ihr das Ding irgendwie mitnehmen wollt. Ja. Ja, oder vielleicht versucht ihr das mal von der Höhe her in eine Starfarer reinzukriegen. Das wäre vielleicht mal so ein Versuch wert. Das wäre eine Idee, das könnte sein. Machen sie bestimmt auf dem Community-Channel als nächstes, ne? Mit Sicherheit. Der nächste tragische Versuch. Da kannst du aber sicher mal sein. So, das ist sie. Also, sie sieht ein bisschen anders aus als das ursprüngliche Konzept, ne? Muss man sagen. Der Laderaum unten ist deutlich größer geworden. Also insgesamt ist das Schiff wie immer eigentlich auch deutlich größer geworden. Wie gesagt, es gibt zwei Versionen aktuell im Spiel. Die andere ist eine reine Cargo-Version. Da ist also nichts innen drin quasi. Und das hier ist eben Personentransport.
Ich meine, wenn man jetzt so ganz viele Leute auf einmal absetzen will oder halt wirklich Ausrüstung auf den Planeten oder auf eine Station bringen möchtest, dann kannst du auch einfach diese Container abkoppeln und wegfliegen und den nächsten holen. Das ist richtig. Also, wer ein Star Trek-artiges The Next Generation Shuttle erwartet hat, das ist es nicht. Das hier ist ein Arbeitstier, ein Transporter, man sieht es schon. Es ist nicht darauf ausgelegt, dass ihr Toiletten oder sonst irgendwelche Schönheiten da drin habt, und das Origin-Design ist es auch nicht, aber es ist mit hundertprozentiger Sicherheit praktisch. Man muss aber wirklich nochmal dazu sagen, auch wenn sie jetzt in den Verkauf kommt, sie ist, hat keinen Quantum Drive und sie hat keinen Jump Drive. Also das wird man auch nicht nachrüsten können. Aber Cruise Speed hat sie. Cruise Speed scheint sie zu haben, das können wir ja gleich mal ausprobieren hier. Genau, und es wird vier Versionen geben. Ne? Es gibt einmal die Cargo, also wirklich nur Fracht, dann den Transport für Personen und dann gibt es die Rescue, also es heißt Rescue und Bergung, das beides in einem. Richtig. Und vierte ist... also drei sind auf jeden Fall angesagt. Ich weiß gar nicht, eine vierte kann sein, das weiß ich aber jetzt nicht. Also ich weiß von dreien und zwei davon sind auf jeden Fall im Spiel. Im PTU drin. Ja genau, dazu muss man aber auch sagen, dass das ähnlich wie bei der Avenger sowieso noch viel mehr Module dafür geben wird. Also das bedeutet, dass es im Endeffekt immer das Basisschiff. Am Anfang kommen erstmal die einzelnen Schiffe raus und wenn es dann das modulare System gibt, dann kann man die irgendwann austauschen. Wäre für die Endeavour Hope vielleicht auch ein praktisches System, um Piloten zu bergen und solche Geschichten, ne? So, wir gehen mal auf den Cruise Speed. Damit sind wir jetzt bei 300. Wow, ist ja richtig schnell. Zappel, zappel, wackel. Kannst du es jetzt noch gut steuern in der Geschwindigkeit oder ist es total... Ich glaube, hier passiert nicht mehr viel. Oh je. Und vor allem der Sound ist göttlich. Das ist ja so ein ganz hohes Fiepen, was das Ding macht. Ne? Das ist so ein richtiger... Ja. Oh, ich mag aber auch die Schalter da oben. Ja, ja. Also das Cockpit an sich, ich muss ehrlich sagen, ähnliche Kritik wie bei der Reliant auch. Man hat sehr viel Display oben dran. Und im Endeffekt relativ wenig wirklich Außensicht, ne? Also wenn du jetzt im Standardmodus fliegst. Braucht man das denn? Nur da ist das Streifen in deiner Mitte. Ich weiß nicht, ob das so wichtig ist bei so einem Arbeitstier, oder? Das kriegt man schon hin. Vermutlich. Ich würde sagen, geht es auf dich? Könnte sein. Könnte sein. Naja, nee, das ist ein Kampf, da kämpfen anscheinend Leute gerade gegeneinander. Gegen Piraten, NPC-Piraten. Ich würde sagen, wir machen mal einen kurzen Schnitt und zeigen euch noch die Cargo-Version. Ja, finde ich auch. Sind wir wieder da. So, wir haben es geschafft. Jetzt haben wir neben der Transportversion auch noch die Cargo-Version und beide auf einem Pad. Mhm. Wir laufen mal ein Stück ran. Geht die Taschenlampe wieder eigentlich? Sollte eigentlich wieder gehen. Ich hoffe es zumindest. Ach, das ist ja witzig. Ja. Die Cargo-Version ist die man gesehen hat in dem Trailer von... in dem Squadron 42... wie hieß denn dieses? Diese Morrow-Tour. Genau. Und der Witz ist, dass die Cargo-Version wohl auch einen Sitz drin hat. Notsitz. Ein Notsitz quasi, genau, da ist er. Ich steige jetzt mal nicht ein. Beim letzten Mal war es ein bisschen buggy. Guck mal hier, du hast hier auch diese magnetischen Stasisfelder für den Transportgüter. Ein Sitz drin. Ja. Sag mal, ist da noch ein Eingang? Nee. Ich habe jetzt hier... Hinten ist auch keiner. Der ist zumindest ist ja noch nicht aktiviert, ne? Also, ja, muss es ja geben, sonst kriegst du ja die Ladung gar nicht rein. Die Ladung nicht drin, aber ja. Aber sag mal, ist das ein Standardcontainer jetzt von den Maßen? 2x3x2 Meter? Könnte sein. Fast. Ja. Bisschen flacher ist er, ne? Kann das sein? Ja. Obwohl, nee, der ist 2 Meter hoch. Nee, also es sind, ich würde schätzen, also das sind ja so Quader, die SCU, ne? Ja. Und ich würde schätzen, du kriegst entweder 2 oder 4 SCU mit rein, wahrscheinlich eher 2. Na, ist halt die Frage, von der Abmessung her könnte das ein Standardcontainer sein von Star Citizen, ne? Ja. Oder? 2x3x2? Ja, für den Standard SCU ist er zu groß. Also nee, ich rede nicht von den SCU, ich rede von den Containerstandards. Ja, das kann sein, das weiß ich nicht. Das könnte sein, dass das echt so ein... Aber es kann sein, dass man das Schiff auch benutzen kann später, um Hals zu entladen und solche Geschichten. Klar, ne? Natürlich. Genau, also ansonsten ist auch ein bisschen kleiner, ne? Insgesamt der Container als der von der Transportversion. Ja? Ja. Ich denke, die Transportversion ist deutlich... Guck mal. Der ragt hinten weiter raus. Der ist aber flacher, glaube ich. Guck mal, der ist reliant. Und wir sind immer noch nicht gesucht hier. Genau. Aber der ragt hinten weiter ein bisschen weiter raus, ist halt dafür ein bisschen flacher. Hier sind sie sozusagen beide mal im Vergleich. Also mich interessiert eigentlich am meisten der Search and Rescue Container. Ja, der wird spannend. Also vor allem, der soll ja tatsächlich so eine Erstbehandlungsstation mit drin haben, ne? Wie in IRED. Also und eine Druckschleuse hoffentlich dann, ne? Das wollen wir hoffen, ja, richtig. Also, das sieht man. Also, was man auch noch zusagen kann, ne? Bewaffnet ist das Ding nicht. Nee, 0,0 gar nichts, bis überhaupt nichts. Geht gar nicht und es soll auch wirklich nicht dafür ausgelegt sein, dass man groß irgendwie... Naja, wer fliegt auch im Gabelstapler ins Gefecht? Ich meine, das wäre auch echt ganz schön unverfroren, ja? Ja, also das sind auf jeden Fall die beiden Versionen vom Argo Utility Ship.
Ich finde sie wirklich schick und sehr, sehr gelungen für ihren Zweck in jedem Fall. Oh, ich höre immer so viel Widerwillen. Es ist halt, wie gesagt, okay. Aber es ist einfach ein Schiff, was komplett, also da wird wahrscheinlich jetzt auch die Frage nicht kommen, kann ich das auch als Dogfighter benutzen? Ja, das stimmt. Hoffentlich. Das ist wohl recht. Oder zum Exploren. Ja, wohl wahr. Also die Fragen erübrigen sich in jedem Fall damit. Wir sind noch sehr gespannt auf die Rescue- und Bergungsvariante von dem Schiff. Das wird auch nochmal ein interessanter Punkt und ansonsten können wir euch nur sagen, es ist noch immer etwas buggy, aber wir sind auch noch im PTU, das heißt, wenn es dann soweit live ist für euch, dann wird es bestimmt da ist der Riesenzeigefinger. Die Infos zum Schiff natürlich, die kommen dann, wenn es live geht, wenn das Schiff verkauft wird, dann wird es natürlich auch die ganzen Infos, Versionen geben und natürlich auch wahrscheinlich wieder Q und A's. Selbstverständlich, da gehen wir mal von aus. In diesem Sinne, also das war unser Überblick zur Argo und wir kümmern uns jetzt nochmal um das, was da gerade an uns vorbeigeflogen ist, um die Reliant. Ne? Also bleibt dran, abonniert den Channel, wenn ihr weitere Infos zu Star Citizen haben wollt und natürlich aktuelle Berichterstattung zum 2.5er Patch im PTU. Guck mal, jetzt sind wir wenigstens wieder in der Comic-Deckung. Ansonsten kommentiert und schreibt uns nette Kommentare drunter, liked oder disliked die Episode und geht mal gerne auf unser Patreon-Profil, wenn ihr uns als YouTuber unterstützen wollt. Also dann, Wiesen und Sawyer verabschieden sich bis zum nächsten Mal mit einem gemeinsamen See you on the flight deck!